Hallo zusammen, wunderschönen guten Abend. Wir haben den 16. Juli, es ist 17:44 Uhr, wenn ich diesen kleinen Clip hier mache. Es geht natürlich um den DAX, es ist Freitagabend. Da mache ich immer den DAX, meistens als erster oder fast eigentlich immer als erster in Deutschland. Wir haben hier eine ganz blöde Situation. Wir haben hier einen Doppeltop, wir haben hier einen Doppelboden. Das passt exakt in die seit Wochen, seit Monaten gültige Range. Und der Markt will sich einfach nicht entscheiden. Kleiner Drecksack, muss ich einfach sagen. Wie dem auch sei. Wir haben hier also nach wie vor die Unterstützung, die ganz wichtige, mittlerweile sehr, sehr wichtige Unterstützung bei rund 15.300. Wir haben den Widerstand bei 15.810. Ich habe es am Mittwoch vorhin gesagt, mir reicht jetzt nicht mehr, wenn wir da auf 15.820, 30 gehen. Der muss schon 50 haben. Der muss hier deutlicher drüber gehen. Sonst macht das keinen Sinn. Ich hatte mir tatsächlich von dem Verfalltermin heute ein bisschen mehr erhofft, aber leider ist dem nicht so. Das heißt, wir sind hier völlig neutral. Schauen Sie mal die kleinen Durchschnitte. Die schmusen miteinander, mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter. Trendfolger kann es vergessen, deswegen kann ich auch das MACD vergessen. Es gibt ein leichtes Verkaufssignal, lang, kurz, kurz, über das MACD und wir haben definitiv ein Verkaufssignal über die Stochastik. Aber von hier aus, von dem Schlusskurs 15.540, muss er erstmal wieder runter. Es ist nervig. Ich muss das ganz klar sagen. Es ist einfach nur nervig. Ja, aber ich kann es nicht ändern. Ich kann es auch nicht hochreden oder runterreden. Da gibt es gar nichts. Wir sind unterhalb der 20-Tage-Linie. Letzte Woche waren wir kurzfristig mal positiv. Wir haben das ausgenutzt, aber auch nicht wirklich viel. Ja, immer wieder bis zu diesem jetzt gültigen Doppeltop. Schade. Ich habe mir einfach mehr erhofft. Ich muss befürchten, dass durch die amerikanischen Märkte, die bei mir sowohl im Dow als auch im Nasdaq nicht so besonders toll aussehen, dass wir eher nochmal eine Fahrt nach unten machen. Und dann muss man weiterschauen mit der 15.300. Ganz gruselig. Wie auch immer. Ich habe für so einen Fall Scheine. Ob Sie jetzt sagen, ich kaufe den erst hier oder wenn wir hier drüber gehen bei 15.814, das überlasse ich jetzt Ihnen. Es ist eine wirklich blöde Geschichte. Ich habe mir diesen hier ausgesucht, 15.196. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GH7 UCZ. Unsinn Cäsar Zeppelin. Den habe ich mir ausgesucht. Wenn wir hier unten sind, wenn wir da unten hingehen sollten, werde ich mir den anschauen, wie der sich bewegt. Er ist 100 Punkte unter dieser Unterstützung. Das heißt, ich habe noch genügend Zeit, den 50 Punkte drunter zu stoppen. Gucken wir mal im Short. Also auch mit Hebel 33. Der Make-or-Break-Punkt ist diese 15.809. Deswegen kann ich auch wirklich mit letzter Woche tiefer gehen. Also letzte Woche hatte ich 16.200 erscheinen, jetzt habe ich einen 16.098er. Das ist dieser hier. Das ist die GH7UK2. Auch ein Open-End-Schein. 16.098. Den würde ich eigentlich stoppen, wenn wir hier über die 15.800 gehen, mindestens auf 15.850. Dann muss der gestoppt werden, weil dann haben wir einen Weg nach oben. Sorry, es gibt nach wie vor keine Entscheidung. Ich weiß, es ist nervig. Für diejenigen von euch, die beim Daytrading dabei sind, guckt doch mal auf die 10 Minuten. Nicht 15, sondern 10 Minuten. Das geht eigentlich ganz gut. Das war halt auch nicht so verkehrt. Aber ansonsten ist für Endanleger der Markt hier nach wie vor seitwärts ohne nennenswerte Signale. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.